So Leute, jetzt gibt's mal ein paar Tipps in Sachen Verhandlung, wenn ihr euch für ein potenzielles Schätzchen entschieden habt. Ja, Tarifcheck, was kostet der Rost? Moin Marc. Moin Diet. Was er hat, weißt du? Steht astrein da. Nee, Seitenschaden, schlecht repariert, rostet wieder, fault durch, Blasenentzündung, vorne Bremsklötze runter und der Zahnriemen, der steht auch in Kürze auf dem Zettel. Sämtliche Behauptungen, die ich aufstelle, kann ich auch begründen und das vergleiche ich mit seinem Preis. Also, passt das nicht zusammen, gibt's einen Abzug. Also, das Ding ist versaut, du hast ihn nur benutzt. Pflegezustand? Nein. Gut? Fehlanzeige. Ja, gut. Aber ich meine, du musst mal sehen. Astreiner Motor, wirklich stabil, ist ein Diesel, braucht nicht viel Sprit. Sonst wäre ich nicht hier. Ja, aber Reifen neu, das ist doch alles wunderbar. Oftmals ist es bei Fahrzeugen so, wenn du Mängel zu direkt rüberbringst, beleidigst du den Verkäufer damit. Ein Privatmann hat sein Fahrzeug gehegt und gepflegt, hat ihn lieb gewonnen. Muss ich vielleicht jetzt trennen? Jetzt sage ich ihm, dass die Karre Mist ist, da kommt er schlecht drauf. Also ein bisschen sensibel muss man schon an die Sache rangehen, man will keinem auf den Schlips treten. Das ist ein Preis für so ein Fahrzeug, wenn das Ding sauber und fit ist. Er ist nicht sauber, er ist nicht fit, es geht erstmal umgehend Geld rein. Ich will ihn dir nicht madig machen, ich will nur das bezahlen, was vor mir steht. Und 7,5 ist einfach ein Kurs für einen Wagen, der Pico ist. Und das ist er nicht. Eins steht fest. Er will was verkaufen, aber ich muss es nicht kaufen. So wie das Teil hier steht, von meiner Seite aus in diesem Zustand, 5,5, maximal knappe 6, sage ich. Sonst wird's eng. Ich möchte den reellen Gegenwert zu diesem Fahrzeug bezahlen. Und der ist? Da scheiden wir uns gravierend. Schritt von dir, Schritt von mir. Sag was? 6 glatt, Schlüssel stecken, Papier im Handschuhfach. Kaufvertrag als nächstes gemacht. Eine Sache sollte man unbedingt machen. Fahrgestellnummer vergleichen. Diese Zahlenkombination muss identisch sein zu der im Schein. Nur manchmal findet man sie nicht hier. Manchmal ist sie unten im Rahmen, in der Bodengruppe, hier hinter der Scheibe. Also ein bisschen suchen hilft, wenn man Sicherheit will. Ja, wenn man sich mit dem Preis einig ist, dann kommt das Schriftliche. Mobile.de lässt einen dann nicht im Stich. Per Klick kommt ein schöner Standardkaufvertrag raus. Und den füllt man mit sämtlichen Daten aus. Zum Schluss die Unterschrift, aber bitte erst nach Personalausweis. Ist das auch sein Eigentum? Donnerwetter. Überlegt euch, was ihr wirklich wollt, was ihr wirklich gut findet. Dann hart und fair verhandeln, die Nummern vergleichen und einen sauberen Kaufvertrag machen, damit man auch hinterher kein Unglück erlebt.